Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind immer noch beim Mappen. Wir müssen noch ein paar Items sammeln, damit wir die Arena wieder gut machen können. Es wird langsam ein bisschen zu schwer. So sind beide so schwer. Ich versuch's mal. Mit Shred Armor. Sind beide gerade sehr nervig. Sehr viel mit Damage zu tun. Ah, Mann, jetzt spawnen wieder dort Monster. Ist ja unglaublich, ey. Jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen an mich nerven, weil ich falsch gemoment habe. Nicht bewegt habe, dass die Minions wieder so ein bisschen Probleme haben, oder ich, weil die Minions nicht. Wieso sieht man das nicht gut, wenn das Monster, also da sah man viel besser das letzte Mal, also vor der Änderung. Jetzt hat sich das natürlich wieder ein bisschen erschwert, also das sieht man eigentlich kaum mehr, dass dort ein Spell ist und bekommt man Fett Damage über. Ja, die Entwickler wollen irgendwie etwas anderes, was ich es will. Aber gut, es ist nicht mehr so schwer. Durch das schnelle Wachstum, wo man Maps gemacht hat, als angefangen hat, ist es ein bisschen zu schwer geworden und jetzt ist es wieder nicht mehr so schwer. Endlich mal Protection, aber zweimal Elementar, also zweimal Feuer Protection. Ja. Ja gut, nehme ich mit. Ich bin ein Sammler. Ein großer Sammler. Ja, ich bin gerade ein bisschen denken, was ich sagen soll. Ich habe alles im vorherigen Part gesagt. Es könnte jetzt wirklich langsam wieder besser werden mit den Drops, weil wir jetzt wirklich gute Map-Bonis haben wieder. Also mehr vielere MF-Bonis durch die Map-Bonis haben. Aber es kann halt auch wieder sehr viel schwerer werden, dass wir one-hitted werden. Wir wollen nicht one-hitted werden. Man gestehen das endlich mal die Entwickler ein, dass sie Scheiße bauen, wenn sie One-Hit-Gegner einbauen. In jedem Hack and Slay gibt es One-Hit-Gegner, weil sie einfach viel zu viel Schaden machen können. Durch eben solche Map-Bonis. Wann ist endlich dieses Balancing da, dass man wirklich auch ein bisschen selber schuld kann, wenn man stirbt? Wann? Ist ja klar, ein langsamer Spell kann ja schon One-Hitten. Aber nicht so mega Space, wo man gar nicht versteht, wieso man gestorben ist. Das ist jetzt hier in Last Epoch fast am schlimmsten. Das hat sogar ein paar Verfechser momentan überholt. Also es ist halt einfach, ja. Es gibt halt auch Beats, die man, wo man nicht viel Leben hat. Wo man nicht viel Resistenz hat. Wo die Gegner, die Entwickler genau einfach auf, ja, noch mehr Damage. Ja, das ist gut, noch mehr Damage. Ja, yeah. Diesen falschen Weg. Ich möchte so gerne ein Action-Rollenspiel entwickeln, ein Hack and Slay. Nun gut, ist halt zu schwer für mich. Bisschen andere Entwickler zeigen, dass es auch anders geht. Bisschen mehr Fleiß hat zu zeigen. Und weniger schwere Sachen einfügen, dass es weniger lange geht. Hallo, geht mal hier hin. Ihr schießt da auf die Box. Das bringt euch gar nichts, liebe Skelette. Geht ihr jetzt wieder hin? Feierabend machen, hä? Es muss doch ein bisschen besser gehen, oder? Minion Health. Katalyst mit Minion Health. Ist einfach Minion Damage. Es hat 9 Intelligenz. Ah doch, hier ist auch 9 Intelligenz. Also eigentlich müssen wir das jetzt tragen. 8 Increased Minion Damage ist zu schwach. Gut.
gut. Jo. Und jetzt? Ja, Void Damage, ich hoffe es einfach. Jetzt haben wir 18% Increased Item Variety, ist noch ein bisschen schwach. Ja, die müssen halt ein bisschen länger werden, die Bonis. Die sind jetzt immer noch nur 2. Die müssen wieder 7 oder 8 werden, damit wir ein bisschen mehr Bonis bekommen. Ist natürlich schon wichtig. Oh, ich habe mich ein bisschen erholt von dem Schwierigkeitsgrad. Das war schon ein bisschen knackig. Im letzten Part. Also das ist jetzt diese 2-3 Apps jetzt nicht mehr. Wenn ein Game so schockt, weil es so unbalanciert und ja, Aufmerksamkeit braucht, dann bin ich halt nicht mehr so gerne am Zocken. Weil ich halt einfach auch ein bisschen sensibler drauf wirke. Es liegt einfach daran, dass ich einfach viel mehr Sinne habe, viel stärkere Sinne habe. Und weil ich halt noch gesund lebe und nicht so ungesund wie die meisten Zocker, die E-Sports oder so machen. Ja. Sieht man halt immer wieder, dass Zocker dick sind oder halt faul. Nichts mehr im Haushalt machen, nichts mehr als Beruf machen. Es gibt ja viele Let's Player und Livestreamer, die richtig dick sind. Also Leute, die noch dünn sind, aber aussehen, als würden sie unter Drogen stehen. Ist leider so. Also ich kann's ja nur so sagen. Ich kann die ja nicht loben, wenn sie so aussehen. Und das macht halt ja unsere Szene dann auch wieder ein bisschen schlechter. Aber dafür gibt es andere Berufe, wo die Leute eher aussehen, als würden sie kränker sein als die Gamer. Zum Beispiel die Mode-Leute von der Mode. So ganz spargeldünne Frauen oder Männer. Nee, danke. Und da gibt es ja noch Mode-Leute, die zu dick sind. Und das irgendwie auch sein wollen. Da bin ich glücklich, dass wir Gamer noch in Ordnung sind. Hört auf mit diesem Elektrotik-Damage, das ist ja schlimm. Überall gespamme. Also diese Chimeras müssen genervt werden. Die schießen viel zu schnell. Was ist ein Adornet? Also Minion Attack Speed ist ja eigentlich schon ziemlich wichtig, oder? Ich nehme es einfach mit und mache tausende von Mulis. Ich habe genug Speicherplatz. Aber ich kann es eigentlich irgendwie. Hallo. Nicht so eingliedern. Ja, ich möchte eigentlich ganz große Berserker-Minions haben. So, die Gegner ein bisschen weggelockt, damit ich hier in einer größeren Zone herumlaufen kann. Genau, das ist natürlich wichtig. Ich möchte wirklich ein Feuerballbild machen mit Hochkonzentration dort. Mit diesen Gloves. Ne, es geht ja nicht. Ich habe zu wenige Resistenzen. Dann. Zu viele Unix tragen wollen. Ich merke einfach so, dort ist halt aber immer noch zu OP. Es eskaliert zu gut. Ich habe in den letzten Tagen so viele
Schlafprobleme. Bin immer mehr übermüdet, tut mir leid. Ja, das zeigt einfach wieder, dass ich langsam wieder gesund werde und dann so viel Kraft, Energie brauche für das, für die Genesung. Kritiker Strike. Ja komm, werden wir schon überleben. Ich könnte es mal versuchen, aber ich habe zu wenig Zeit, das würde ich gerne im Livestream mal versuchen. Einfach so mega viel Dot und Angriffsgeschwindigkeit wie möglich. Beim Sockers zu machen und viel Ward und viel Ablenkung durch die Teleports. Wird hoffentlich recht gut gehen. Okay, Level 60. Ja, bitte nicht von jeder Seite wieder Minions. Hier ist es echt laggy, also lang macht das Spiel langsam. Das Spiel ein bisschen überfordert mit zu vielen Gegnern. Ja, wohin lockt ihr mich jetzt? Hört auf, so viele Gegner zu spawnen. Nochmals auf Intelligenz. Ja, jetzt sind wir voll hier bei Intelligenz. 10 von 10. Uiuiui. Jetzt müssen wir eigentlich auf Crit Damage gehen. Defensive kann ich jetzt nicht so genau sehen, wo die defensiven Nodes sind im Tree. Ich glaube rechts. Damit, also rechts oben. Und unterhalb vom letzten Node. Gibt's für die Minions, aber nur. Ja. Es fehlt im Necromancer-Baum einfach defensive Nodes. Das ist es so. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt einfach. Macht halt auch ein bisschen müde durch die vielen Effekte und so. Ja, ich bin ja auch geschlafen. Also jetzt habe ich heute deutlich mehr geschlafen. Etwa 6-7 Stunden. Und dennoch muss man manchmal halt noch länger schlafen. So wenig und dann noch ein Mace. Ich brauche doch andere Items. Ja, leider wieder dieser eine lange. Das lange Gebiet, das so nervt. Wie heißt das Desert, Alter? Serpentinen ist ja ein Gebirge in Spanien, oder? Das Desert heißt, da oben hat es doch kein Desert, keine Wüste. Vor allem auch keine Schluchten oder wenig Schluchten. Komisch. Dodge-Rutting, zweimal Dodge-Rutting. Ne, danke.
Fragen. Oh, ich möchte endlich ein bisschen Unix finden. Es trocken so wenige Unix. Haben neue, das haben wir erst jetzt einen neuen bekommen, aber sonst haben wir alles Unix bekommen, die wir schon hatten. Und schon wieder dieser Wurm. Ah, Mann. Langsam gehst du auf den Keks. Es kommen jetzt wieder so viele Monster. Diese Giftteile haben bei Anfang der Kampagne, also am Ende, also Mitte der Kampagne, bei diesem Wurm, so mega Damage gemacht und jetzt hier bei Maps machen. Das gibt nicht mehr so viel Damage, das ist sehr viel weniger Damage. Das ist ein bisschen komisch. Ob ich so viel Resistenzen bekomme, wahrscheinlich eher nicht. Ich verstehe es jetzt nicht so. Das ist immer anders. So, wieder kein Unik. Hey, ich brauche einen Unik. Unik, bitte. Damage. Ja, ist 200. Na gut. Hast du was Besseres endlich mal? Nein. Man wird einfach täuscht, weil einfach nicht so viele Sachen gut sind. Ja, okay. Geh weg. Hallo, Grafikfehler. Überglitschung. Ja, eigentlich das Rechte ist ja ziemlich gut. Beides sehr schlecht. Wir müssen das halt riskieren. Bitte nicht zu viele Physical Minions. Ja, das könnte gut sein, da gibt es eher Void Minions. Nein, nicht zu viele Minions. Mit Physical Schaden. Okay. Könnte schaffbar sein. Zu verstecken. Schon heftig das Game, wie einem das mitnimmt. Jetzt die Gefahr ist halt einfach von physischen Gegnern mit zwei Schlägen ja sehr viel Schaden zu kassieren beim zweiten Schlag. Oder bei jedem weiteren Schlag noch. Das ist schon ein bisschen heftig. Es könnte jederzeit wieder gut one-hitted werden. Immerhin haben wir das, die Board Generation. Ziemlich gut. Irgendwie die Resistenzen sind in dieser Map wieder sehr schlechter geworden von den Gegnern. Sie sind schneller wieder down. Ja, die Wüste ist halt einfach immer noch das Gebiet, also die wenigsten mögen. Es ist einfach so. Ist schon immer gewesen. Ist auch jetzt immer noch so. Ja.
Bin ich ja ein bisschen zu müde jetzt zum Zocken. Muss mal schauen, dass ich noch während dem Hochladen dann ein bisschen ausholen kann. Das kann ich einfach nicht so schnell livestreamen. Aber es geht langsam mit der Milchkaffee. Und einen Kaffee trinken. Das ist auch alles wieder gut. So. Ja, toll. Ah, die Blitze, die Blitzgegner. Bitte nerf diese Spinnen. Ist zu heftig. Diese großen AOEs. Ja, jetzt müssen sie ja wieder diese Insekten, die großen Insekten auch nerven. Die werden wahrscheinlich diese Spinnen noch nicht so schnell nerven. Die kommen einfach nicht nach mit diesen Spielerwünschen. Dass sie wahrscheinlich vieles dann einfach auch nicht auf der Liste haben. Was die Leute ja unbedingt wollen, die Spieler. Das ist natürlich schwer, da wirklich schnell alles zu balancen. Echt schade. Ja, noch mehr Physical Damage mache ich nicht. Ja, machen wir die wohl. Ja, Enrage, komm. Noch 9 Minuten oder noch 8 Minuten. Ja, lass es jetzt bitte. Ja, die Minions können in jede. Okay. Disco, Disco, Disco. Die Minions können natürlich überall wieder spawnen, weil es wieder Void-Minions sind. Ui. Einfach mal die Minions weniger Chancen zu haben, dass sie irgendwo auftauchen und alles Mögliche, würde das Spiel viel lockerer machen. Die Spiele sind einfach ein bisschen zu abgelenkt, ständig. Das macht das Spiel einfach nicht gerade so angenehm zum Spielen. Also Minion Master Star, für Minion Master ist es schwer, solche Minions überhaupt zu haben. Tanks haben ja eigentlich nichts zu befürchten. Dafür haben Minion Master andere Vorteile, die Tanks nicht haben. Nur es ist so unglaublich ungerecht. Es ist schon wieder ein bisschen, ja. Zeige geht es wirklich. Ja, weil es ein Taktik. Also in einem Action-Rollenspiel sollte kein so schwerer Taktikzirk sein. Oder? Das habe ich auch in World of Warcraft immer gehasst. Dass eine Klasse so viele Nach- und Vorteile hat, dass man einfach denkt, ja, man ist nichts wert mehr. Oder? Du willst ja auch nicht immer so mega leiden müssen, wenn du irgendwie einen Beruf machst. Aber wieso ist es in solchen Spielen immer so, dass man leiden muss, weil man irgendwie Nachteile hat? Sollte weniger ausbalanciert sein, also weniger, ja, mehr ausbalanciert sein halt. Und genau das ist das Problem, das ich jetzt momentan habe, dass ich einfach nicht die Nachteile dieses Builds auskurieren kann. Ist ja klar, sollte man ja eigentlich auch nicht, das Spiel einfach mehr ein bisschen auf den Zeiger geht. Gut sind die Minions so zäh, aber ich bin nicht zäh, oder? Und wenn ich dann Gegner habe, die irgendwo auftauchen können, vor allem am Spawn auch existieren, dann bin ich halt irgendwie schon draußen. Aber ich weg. Ne, es ist trotzdem noch leicht, natürlich. Also ich bekomme Armor per Minion. Ist das richtig? Und ich bekomme Lebensabsaugung. Also dann muss ich das killen jetzt eigentlich. Damit ich zäher werde. Ja, und helfen muss ich eigentlich auch hoch tun.
Vitalität zu stacken bringt ja nicht ganz so viel. Also ich würde jetzt daraus eigentlich biosieren können müssen. Ja, das würde ja auch geil sein. Isn't put it arrange a place in the text name. Das noch höher zu halten, damit ich mehr Wort habe. Ja, es gibt wirklich keine Nodes für uns, die wirklich defensive machen. Also Resistenzen brauche ich ja. Wir müssen das nehmen, aber es bringt uns nicht so viel Zähigkeit. Nein, eben Life Regeneration eher. Weil die Gegner ja nicht immer Physical Damage machen. Es ist jetzt nicht so wichtig, aber ja, ihr seht ja immer die Bonis mit Armor Shred und so ist natürlich schon ziemlich heftig. Das könnten die One-Hit-Tote wenigstens ein bisschen auskurieren. Was es jetzt eigentlich auch nicht mehr so oft gibt. Ich weiß nicht genau, was genau gut und was nicht gut ist. Man ist einfach ein bisschen verwirrt. Mit den vielen Stats. Man muss mehr zocken. Nur mit mehr zocken lernt man es auch besser. Und das mache ich zu wenig. Da müsst ihr mehr helfen, wenn ihr mehr zocken könnt. Sonst eben, ja, werde ich halt wahrscheinlich nie perfekt sein, also die Minions nie extrem stark werden und ich nicht gesät werden. Ist der Bild halt dann auch wieder weg. Ah, gut. Das ist halt schwer. Und vor allem diese, ja, mega vielen Effekte machen das Spiel schwer. Oh, das ist mal etwas für mich. Hey, so viel Minion Damage free. Okay. 6 Intelligenz. Aber es ist nur. Ja, okay. Da sind es 15, da sind 16. Plus Intelligenz ist also besser. Plus 3 Intelligenz, ne. Nein, Minion, Melee-Damage machen wir nicht. Also die Minions machen kein Melee-Damage. So, und wie sollen wir das einbetten hier? Ja gut. Warten wir einfach noch, bis wir da noch andere gute haben. Die Human. Seid ihr böse auf mich, liebe Ziegenmenschen? Oder eher Stiermenschen? Scheinbar schon. Immer noch gehen. Ah, hier ist ein Schrein. Yeah, she could be a strike. Hello. Hey, nicht so viel Spam hier. Zu viele Spams. Zauber. Okay, hier ist ein Boss scheinbar. Aruspex Ordan. Ah, da ist es. Okay. Orion, okay. Orion. Irgendwie mega schlechte Qualität von diesem. Einfach ein Verlänger, also ein.
Soundeffekt, der in die Länge gezögert wurde und dadurch die Qualität verliert. Oh, zweimal Glancing Blow, aber nur vier. Ja, nehmen wir mit. Hat noch Life davon. Gut. Ja, 30 Minuten. Ah, immer im Ladebildschirm. Ich will nicht im Ladebildschirm das machen, aber ich mache es automatisch in einem Ladenbildschirm. Arena K. So langsam können wir die Arena Ks auch wieder wegwerfen. Helf, Helf, Amo. Nehmen wir doch mit. Ringe brauchen ja nicht viel Inventarplatz. So, vier haben wir schon gesammelt. Mit dem Necromancer. Ja gut, also ich weiß nicht, was ich für einen anderen Bild noch nehmen soll. Ihr könnt mir gerne ein paar Vorschläge bieten, die einfach nicht sehr schwer sind, hoffentlich. Zum Equippen und so, zum Meistern. Ich muss echt eine Pause machen, ey. Und ja, einem Tipps geben, weil ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich noch komme, bis es dann zu schwer wird. Charakter. Die Resistenzen sind halt auch noch nicht so hoch. Dodge ist eigentlich sehr wenig. Glancing Blow habe ich immer noch nicht über 50. Wenigstens über 50 möchte ich doch kommen. Aber dafür die Intelligenz 36, also. Ja, ich möchte ja gerne ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ist aber halt ein langsames Spiel. Man braucht Ewigkeiten, um es komplett fertig zu machen. Oh, 26 Unix habe ich schon gefunden mit diesem Charakter. Okay. Ziemlich viel schon, aber dennoch haben wir jetzt in diesen zwei Parts eigentlich gestern und heute eigentlich nur zwei Unix gefunden, oder? Das hier. Nur ein Unix gefunden? Wow. Okay. Naja. Das nächste Mal geht's weiter. Also denke ich schon morgen. Tschüss.